Und wenn wir hier eine Mauer einziehen, dann müssen wir immer dran denken, dass die Mauer ja auch hier oben eingerissen werden muss. Und das ist wieder eine Aufgabe für den Architekten für Gefängnisse. Und das ist euer Fussel. Hallöchen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Prison Architect. So, wir haben die Wand hier eingezogen und haben uns in der letzten Folge darum gekümmert, die Einzelhaftzellen zu tauschen, den Putzmittelschrank größer zu machen, diese Zellen zu vergrößern. Und das machen wir hier. Natürlich genauso, müssen hier noch ein paar Wände rausruppen und müssen hier dafür sorgen, dass die Zellen eben deutlich besser werden. So, das kriegen wir hin, indem wir erstmal die Betten abreißen, damit die nicht so mitten im Raum stehen. Die müssen wir gleich wieder hinlegen, ist natürlich klar. Und wenn die Betten raus sind, dann haben wir auch Zeit, mal eben hier Boden zu legen. Und dann haben wir Zeit, auch mal eben die Zellen entsprechend zu vergrößern. Wenn wir das gemacht haben, dann können wir die Betten wieder reinstellen. Einmal rotaten und dann ein Bett, Bett, Bett. Das wird so richtig nett. Denn habe ich kein Bett, dann bin ich auch nicht nett. So, das sind Reime auf ganz, ganz niedrigem Niveau. Und auch das gibt es natürlich nur hier auf Fett LP, dem Let's Play-Kanal von Fussel. Super, oder? Das sind Sprüche, die hat man auswendig gelernt. Und die kommen im satten Schwall aus einem raus. Aber deswegen wird das Let's Play auch nicht besser. So, was machen wir noch? Wir können hier vorne ist alles grün. Ich gucke gerade mal und wandere so ab. Hier ist alles grün. Was wir natürlich tun können, weil wir einfach zur Zeit, also wir waren ja gerade effektiv und lassen die noch bauen. Dann lass uns doch einfach den Grünstreifen hier auch grün machen. Einfach ist schöner, weißt du? So. Dabei fällt mir auf, dass wir hier irgendwas falsch haben, oder? Weil hier haben wir zwei und hier haben wir nur einen. Hier haben wir einen Viererstreifen. Ah, hier haben wir nur einen Dreierstreifen. Da, ah, guck, guck, guck. Siehst du, das ist das genau. Also die Gefängnisse sind richtig, aber das hier ist falsch. Ah, okay, alles klar. Ist aber nicht tragisch. Also komm, da machen wir keinen Affentanz drum. Hier ist noch ein Problem. Die Fernseher sind nicht im Strömchen. Das ist aber nicht schön. So, dann legen wir einfach hier ein Stromkabel hoch. Wie sieht es hier aus? Der ist auch nicht im Strom. Dann ist der auch nicht im Strom. Das sind die Fernseher. Gut, Radio, diese werden batteriebetrieben, aber der Rest ist stromabhängig. Das kriegen wir hin. So, ihr seht, der Zellenumbau, rap, 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 hat super schnell funktioniert, weil hier musste nicht noch irgendwas umgebaut werden. Alles gar kein Problem. Hier unten fehlt noch eine Kachel, wie mir gerade auffällt. Hier muss noch eine Kachel hin. Und ansonsten macht das Gefängnis doch einen guten Eindruck. Hier fehlt ein Häftling. Wo ist der? Man weiß es nicht so genau. Hier scheinen mehrere Häftlinge zu fehlen. Hier ist noch Platz in dem Gefängnis. Sollten wir etwa hier oben einfach mal ein paar Leute verlegen oder was? Einzelhaft ist gerade keiner, ne? Bereit für Bewährung, drei für Bewährung, aber Bewährungsanhörung haben wir, das ist nicht einer eingeschlossen. Okay. So. Hier unten muss noch irgendwas passieren. Ich würde ja unheimlich gerne, ne? So unter uns. Hier, wenn wir uns die Versorgung angucken, wir haben ja immer ein Zentralrohr. Das würde ich natürlich auch gerne hier unten nutzen, aber wir wollten auch planen, ne? Genau, das war ja eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Wir wollten planen. Das heißt, wir müssen ja jetzt erstmal planen 4. Weil hier unten die Dusche, ne? Die ist 1, 2, 3, 4 breit. 1, 2, 3, 4 breit. So. Haben wir das sozusagen? Dann können hier die Zellen rein. Der weg und hier. Und wir machen das ja immer schön symmetrisch, also Zellen. Das machen wir hier auch.
So. Das ist jetzt der planerisch langweilige Teil. Aber im Gefängnis läuft es ganz gut. Wir hatten schon keinen Ausbruchversuch, keine Toten. In der Razzia wird, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig viel gefunden. Also aktuell verlangt das Gefängnis nicht ganz, ganz so viel Aufmerksamkeit. Ich möchte allerdings Todeskandidaten haben. Die kriege ich aber nicht. Das ist nicht nett. So. Und die Überlegung ist, ah, das juckt. Jetzt habe ich schon wieder über diesen verkackten Mückenstich gejuckt. Wenn wir hier nur noch eine Reihe von harten Häftlingen, aber für die müssten wir ja auch alles wieder haben, ne? Hof und so weiter. Weil wenn wir die alle da hinten hinschicken, dann ist ja auch blöd, ne? Irgendwie. Ja. Ja. Also hier haben wir noch einen Zellenblock. Der ist soweit okay. Hier eine Mauer rein. Ich kriege hier aber, glaube ich, keinen mehr hin. Ne? Also. 2, 3. Das wäre hier. Gut, bei den Türen können wir ja noch motzen. Was wollte ich denn machen? Achso, ich hatte hier unten noch irgendwas geplant. Genau, was ist denn, wenn wir hier Dusche, Küche hinmachen? Ich glaube, die hat eine Mindestanforderung. Ne? Nur Herd, Kühlschrank, Spüle. Spüle, Herd und Kühlschrank. Mal gucken, ob das reicht. Und dann kriegt die auch eine andere Tür. Hier ist ja noch kein Polizist, deswegen ist das mit der Tür immer blöd. Und dann weiß ich allerdings nicht, ob die Küche hierfür ausreicht. Ich weiß nicht, ob die einen eigenen, weil die Todeskandidaten, gehen die denn raus? Die brauchen eine Kantine, ne? Die brauchen keine Küche, die brauchen eine Kantine. Kann das sein? Hm. Also du darfst ruhig schnüffeln, Hund, ne? Wenn er hier ist eine Kelle. Das ist für mich ein bedrohliches Zeichen. Tut mir leid, da müssen wir mal eben eine Toiletteninspektion machen. Bist du behindert? Was läufst du hier rum?
Gut, dann machen wir das so. Wir können ja auch anders, ne? Was ist denn mit dir passiert, Junge? Verletzt kann er sein, dass der Hunger hat? Wann kriegst du denn das nächste Mal Essen? Ich meine, so lange hat er ja nicht mehr, aber müsstest du nicht jetzt langsam essen gehen? Die machen mir Sorgen, die Jungs, ehrlich. Ich würde mich beeilen, du hast nicht mehr lange. Idiot. Naja, so hat er wenigstens was gegessen. Hier unten gibt es immer noch Probleme mit dem Strom. Warum eigentlich? Seit wann brauchen die einen speziellen Stromanschluss? So, wenn du gegessen hast, dann was hat er denn schon wieder? Nee, wir brauchen einen eigenen Schutztrakt mit allem Pipapo. Kommen wir nicht drum rum. Wir haben natürlich nur sehr wenige Schutzbefohlene, das heißt, wir brauchen gar nicht so einen Riesenbereich, aber grundsätzlich. Aber wir waren ja in der Planung, also machen wir hier mal entscheidend weiter. Dann hier einen und hier einen. Und hier könnte noch eine Zelle hin und hier könnte eine Zelle hin. Das ginge ja, ne? Dann müssen wir einen Gang von 2 haben. Und das wäre dann sozusagen der Kantinenbereich. Und der ist ein bisschen schmal, finde ich. Aber auf der anderen Seite brauchen wir hier ja auch gar nicht so einen Riesenbereich, ne? Weil das hier wäre dann sozusagen für die Schutzbefohlenen. Dann könnte das hier alles sozusagen Kantine werden. Weil das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber das könnte, wie gesagt, Kantine werden.
Wenn wir das hier zur Kantine machen, dann hätten wir hier 1, 2, 3, 4. Ne? So, zweier Durchgang. 5 und also habe ich ja keinen zweier Durchgang. So habe ich einen zweier Durchgang. Dann hätten wir hier sozusagen die Küchentür. Die Küche muss ja, wobei wir hier natürlich wieder genug Platz haben. Können die Mülleimer hin? Oder wir machen das einfach flacher, weil wir haben ja hier nicht so viel Personen, also nicht so viele Leute, ne? So, dann haben wir hier genug Luft. Das heißt, wir könnten das auch so machen. Und einfach die Wendegröße. Ne? Okay, ich plane das mal in Ruhe zu Ende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Prison Architect. Hoffentlich mit einem geplanten, erstmal letzten Trakt in dem Gefängnis, das wir hier haben. Und naja, ihr habt es geschafft. Dementsprechend bedanke ich mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen. Und wir sehen uns gerne zu einer neuen Folge Prison Architect oder einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Also, bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao!